Wir hatten jetzt 2 Tage einen wunderschönen Stellplatz am Lake Peruca. Also wirklich richtig, richtig schön. Aber ein ganz bisschen enttäuscht hat es uns doch, denn über Google bzw. auch über andere Medien wurde da gezeigt, dass der See halt wunderschön klar ist und dass man da irgendwie Kanus ausleihen kann und Tretboote fahren kann und so. Aber im Endeffekt wurden wir da ein Tickchen enttäuscht, denn der Wasserspiegel ist sehr, sehr niedrig. Aber vom Stellplatz her trotzdem wunderschön. Und aus dem Grund waren wir da auch 2 Tage. Jetzt sind wir wieder Richtung Küste gefahren, Richtung Split und werden jetzt gleich hochgehen zur Festung Kliss. Hey, geil! Oh Gott, was gibt's da richtig und falsch? Weiß ich nicht. Both talking louder. You take the fall for me, and I'd go to war for you. Damn, how'd we destroy it? Wir haben gestern Split angeguckt und sind danach weitergefahren. Wir haben ein paar Stellplätze angefahren, wo wir eigentlich freistehen wollten. Hat aber alles nicht so gepasst, beziehungsweise der Platz war schon sehr voll. Und einer war sehr leer, da haben wir uns ein bisschen einsam gefühlt und hat uns ein bisschen verunsichert. Und von daher sind wir jetzt auf einem Campingplatz gewesen. Da füllen wir jetzt nochmal Wasser auf und dann geht's weiter. Nach nur 3 wunderschönen Übernachtungen hier auf dem Campingplatz, und ja, wir standen wieder 3 Tage auf dem Campingplatz, dazu wird es auf jeden Fall noch ein Fazit auch bei YouTube geben in dem Video. Wahrscheinlich vielleicht so in dem letzten Video hier auf YouTube von Kroatien.
Aber ansonsten werde ich euch oder werden wir euch diesen Platz auf jeden Fall mal unten in der Videobeschreibung verlinken, denn wir waren nicht umsonst 3 Übernachtungen hier. Es war richtig, richtig schön. Der Campingplatz, totaler Standard, sage ich mal, nichts Besonderes, aber der Ort ist einfach richtig schön. Wir fanden es mega, weil hier ist eine kleine Promenade direkt vorne, da fährt kaum ein Auto, wenn denn vielleicht mal ein Camper, der eben hier zu einem Campingplatz will. Und ansonsten war ich gestern noch mit Alex auch, ich glaube, 3 Stunden lang schnorcheln. Wir hatten sogar Neopren an, einfach damit uns nicht so schnell kalt wird. Viel zu sehen war tatsächlich nicht, aber trotzdem war es einfach mega cool und dadurch hat der Platz uns hier einfach echt gemundet. Jetzt geht's weiter und mal schauen, ob wir jetzt endlich mal freistehen können. So ihr Lieben, wir sind jetzt tatsächlich so 80 Kilometer vor Dubrovnik. Das heißt, wir sind fast durch Kroatien schon durch und stehen jetzt hier auf so einer Landzunge. Der wohl ja, beste Freistehplatz, den wir bisher in Kroatien hatten. Das Ganze ist wirklich nicht so einfach. Also wir haben ja eine Referenz zu 2018. Da werden wir auch noch mal ein bisschen genauer eingehen. Wie gesagt, hier richtig, richtig schöner Platz. Allerdings muss man auch hier anmerken, es stehen überall Zelte rum, irgendwie als Müll, also nicht die jetzt noch genutzt werden. Vorne stehen 2 Wohnwagen, die vollgesprayt sind. Und gestern Abend hat es immer so ein bisschen geknallt und so. Klang für mich nicht wie Schüsse, klang eher so wie Böller oder sowas, aber es war sehr, 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 sehr häufig. Hier ist auch reger Verkehr, so von den Einheimischen, was ja auch völlig fein ist. Die gehen hier viel angeln und sowas alles. Aber man fühlt sich natürlich doch ein bisschen unwohl, gerade wenn es irgendwie knallt und die Leute schreien hier rum und so. Aber ich glaube, im Endeffekt sollte man sich vielleicht nicht so viele Sorgen machen. Das klang jetzt nicht so, als wäre es irgendwas Gefährliches. Und wir haben natürlich auch gegoogelt, konnten nichts rausfinden. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, was das sein könnte oder was es gewesen sein könnte. Und ansonsten zeigen wir euch jetzt auf jeden Fall den Spot hier nochmal. Es sind einige Camper hier, Platz ist auch wieder bei Park4Night drin. Und ja, ansonsten, wir sind jetzt quasi fast schon in der Nebensaison. Im Netz steht drin, dass September noch Hauptsaison ist. Wir haben jetzt Ende September und ja, man merkt schon einfach, dass hier alles wirklich zumacht. Die Campingplätze machen zu, die Bars machen zu. Hier vorne so eine Kiteschule oder sowas oder so ein Kitesurf-Spot. Das sieht auch schon relativ zu aus. Ja, aber ansonsten, glaube ich, kann es jetzt nur noch besser werden, um ehrlich zu sein. Hier ist die besagte Landzunge nun zu Ende. Also in die Richtung kann man freischauen, in die Richtung kann man freischauen. Auf der Seite ist natürlich noch das Festland zu sehen. Und ja, aus der Richtung sind wir quasi gekommen da hinten. Und hier seht ihr auch schon einen kleinen Camper, ein Wohnmobil. Hinten steht noch so ein Offroad-Expeditionsmobil, sieht ziemlich geil aus. Und davor steht auch noch ein Wohnmobil. Also ja, bisher hat hier keiner irgendwas gesagt, aber wie gesagt, es ist halt auch wirklich Ende der Saison. Wir haben mal bei Google geschaut, bei dem Spot hier ist sonst wirklich, wirklich viel los. Viele Kiter hier am Start und auch die Bars, die hier sind, sind auf den Fotos echt brechend voll. Also dann wird man hier wahrscheinlich nicht stehen können und auch nicht dürfen.
Jetzt sind wir gerade Zeuge eines Ereignisses, was man, glaube ich, so nicht mitkriegen möchte, wenn man unterwegs ist. Allerdings ist es jetzt so, und zwar da hinten, ich hoffe, ihr könnt es so ein bisschen sehen, sind große Rauchschwarten. Und zwar ist hier auch gerade schon die Feuerwehr, beziehungsweise sind hier schon Flugzeuge unterwegs, die sich das Wasser jetzt hier aufsammeln und tatsächlich da hinten hinbringen, weil anscheinend ja, ein Wald oder was auch immer, ein Waldstück brennt. Ja. Kann man natürlich immer wenig machen. Können wir jetzt nur an euch auch appellieren. Heißt natürlich nicht, dass es Camper waren, sondern können ja auch Einheimische gewesen sein oder so. Lasst euer Zeug nicht irgendwo liegen, gerade wenn ihr Raucher seid oder wenn ihr irgendwas habt oder so. Macht einfach kein Feuer unterwegs und erlasst das einfach. Versucht einfach keine Glut irgendwo liegen zu haben oder irgendwas zu verursachen, was dem nahe kommt. Das wäre echt toll. Wir haben jetzt schon wieder gegen Abend. Ich war noch mal kurz bei der Brandstelle und zwar bin ich mit dem E-Bike einfach mal in die Richtung gefahren. Es war nicht allzu weit und tatsächlich sah es nach einem Waldbrand aus oder nach einem Flächenbrand auf jeden Fall an so einer Anhöhung. Und die Flugzeuge waren mittlerweile auch schon weg. Allerdings habe ich noch Feuerwehr vor Ort gesehen und tatsächlich ein bisschen später waren die Flugzeuge wieder da. Also es scheint noch nicht ganz zu Ende gewesen zu sein. Jetzt sind die Flugzeuge mittlerweile nicht mehr unterwegs. Ja, unsere Tochter ist gerade um rumdaddeln und Julie macht hier jetzt gerade schön Essen für uns. Es gibt heute Spaghetti Aglio Olio und ja, ansonsten werde ich heute noch das Video zu Ende schneiden, denn morgen kommt das erste Video von unserem Trip. Morgen ist Sonntag und morgen werde ich euch auf jeden Fall noch mal ein paar Aufnahmen hier von dem Spot zeigen, denn hier sind viele Kiter unterwegs. Ich hoffe, dass morgen wieder Wind ist, dann zeige ich euch auf jeden Fall noch mal ein bisschen was davon.